So, hallöchen Freunde und willkommen zu einem neuen Shisha Review. Und heute mal was aus zwei altbekannten Kategorien bei mir. A, braucht man das wirklich? Und B, steht schon ewig Zeit bei mir rum und ich habe es nur immer wieder vergessen zu testen. Ist leider so. Und heute haben wir eine Portable Hookah. Hier so im richtig schön schicken Etadi-Schlangendesign. Ja, nur dass das Glitzer fehlt. Ist wirklich eine Shisha oder soll zumindest eine sein. Muss tatsächlich sagen, ich hatte schon mal eine vor Jahren. Funktioniert. Ob es gut funktioniert, ist die andere Frage, aber funktioniert. So, machen wir das Ding mal auf und ich zeige euch, wie es funktioniert. Sieht so im ersten Moment natürlich mehr aus wie so ein vielleicht Brillen-Etui oder so. Dann kam mir schon die Hälfte entgegen. So, wir haben hier nämlich mehrere Sachen drin. Zum einen dieser kleine nette Trichter, ja, mit dem füllt man nämlich das Wasser ein. Dann, wenn ich es rausbekomme, auch noch ein paar andere Sachen. Ist alles so eng verbaut. Hoppala. Nichts kaputt machen. So. Dann haben wir hier so eine 0815, sagen wir wirklich 0815, also mit einer der billigsten, die ich lange gesehen habe. Einen wunderschönen kleinen Kopf, ja, das ist ungefähr so Fingerhutgröße, also nicht bei meinen kleinen Fingern, aber bei Leuten mit normal großen Fingern wäre das so ein Fingerhut zum Nähen oder sonst was. So, legen wir mal hier beiseite. Und zu guter Letzt, Schlauch mit Mundstück. Hier so ein richtig schöner Ziehharmonika-Schlauch, hinten mit Adapter, vorne ein bisschen abgeflacht, dass man hier auch schön dran nuggeln kann. Und hier innen, ich weiß nicht, wie gut ihr es seht, ist so ein ganz kleiner Wassertank. Ich glaube, ich komme schon vor. So, ihr solltet das erkennen. Kopfadapter und so ein ganz kleiner Wassertank. Ja, also richtig wollig. Gut, um das Ganze zu befüllen, muss ich jetzt dann hier vorne diesen kleinen Stopsel rausnehmen. Der ist quasi nur Platzhalter. Den stellt man dann beiseite. Dann kann man hier den kleinen Trichter reinstecken, um eben ein bisschen Wasser in die Bowl zu bringen. Ist aber wirklich nur ein Schluck Wasser, der da reinkommt. Ein Schlückchen. Und dann, wenn man Wasser drin hat, also eigentlich ist das Wasser total sinnfrei, weil es passt eigentlich fast nichts rein. Großkühlende Wirkung wird es nicht haben. Und dann, wenn man das hat, kann man hier Schlauch hinein. Losrauchen. Ich glaube, ich muss mir da noch was drunter stellen, obwohl die kann ich sogar halten dann. Ne? Ein bisschen vorsichtig machen, aber sollte funktionieren dann. Ich habe mir jetzt extra eine Kohle geviertelt, aber ich glaube, ich achtel mir die sogar nochmal. Dann habe ich so zwei kleine Kohlestücke. Weil wenn ich mir das jetzt angucke, größentechnisch, ja, es könnte funktionieren. Die Frage ist nur Abstand oder Vollkontakt. Oder Vollkontakt, ein Overpack. Ja. So, wenn man, ich glaube, wenn wir Abstand bauen, dann haben wir so 2 Gramm Tabak drin. Und wenn wir den Overpack bauen, dann könnte man sogar auf 3 Gramm Tabak kommen. Werden wir sehen. Also ich habe schon mal ausprobiert, wie gesagt, es funktioniert. Ob es wirklich gut funktioniert, wird sich gleich zeigen. Das Einzige, was man dann noch machen soll, was ich wahrscheinlich nicht machen werde, hocke ich jetzt auf dem Deckel mit meinem Hintern. Nein, in meiner Hosentasche, wie wo auch sonst. Normalerweise kommt der Kopf dann hier rein und ist dann so weit unten, dass man hier in der Theorie noch den Deckel drauf tun kann, eben als Windschutz und dass es nicht rausfällt. Gefällt mir aber nicht, weil dann brennst du ja hier oben den ganzen Lack weg und dann ziehst du wieder mit nach innen rein. Totaler Schmarrn. Das heißt, ich werde das jetzt so benutzen dann, vorausgesetzt, ich kriege das Ganze irgendwie zum Laufen. Achtel ich mir die Kohlen jetzt oder lasse ich es nur als Viertel? Ich glaube, ich lasse das Viertel. So, ich mache das Baby nur noch mal schnell sauber vorher. Ordnung ist das halbe Leben. Und dann können wir eigentlich schon losrauchen. So, Freunde, ich weiß, ihr erkennt es nicht, aber da liegt eine Kohle drauf. Oder vielleicht seht ihr es so ein bisschen. Ich habe jetzt nur mal eine genommen. Ich habe jetzt zwar zwei angezündet, aber die ist schon wieder ein bisschen ausgegangen. Nehmen wir doch gleich die Frische. So, ist
mit dem Wasser, mit Menge, was reinkommt, eine totale Bitch. Entweder es ist zu viel oder zu wenig. Deswegen nehme ich jetzt den Schlauch so ein bisschen hoch, dass man nicht das ganze Wasser direkt in den Schlauch laufen kann. Und ich habe mir schnell eine andere Jacke übergezogen, weil bei meinem Glück fällt mir das noch voll auf die Klamotten und bei der Jacke ist es scheißegal. So. Boah. Wackelt nur wie Sau da innen drin. Also ich muss sagen, den Tabak, den ich rein habe, der ist eh nicht so besonders, aber so schmeckt er irgendwie noch weniger besonders. Habe jetzt auch kein Overpack gemacht. Ich habe einfach billig gebauten Alu drüber. Zwei Lagen Panzeralu sogar, weil ich halt einfach so einen langen Ränkel abgerissen habe. Ja, sagen wir mal, also so jetzt mit dieser kleinen Kohle geht's. Gut ist aber anders. Also es schmeckt jetzt nicht großartig nach Kohle, es schmeckt aber auch nicht großartig nach irgendwas. So leicht eine Orange von dem Tabak könnte ich da noch schmecken, aber ansonsten schmeckt es nicht besonders. Also ich glaube, viel mehr passiert hier nicht. Man könnte natürlich die Kopf ein bisschen im Abstandssetup bauen, dass er ein bisschen mehr indirekte Hitze abbekommt, aber viel zu retten gibt es da nicht mehr. Oder einen kleinen Kaminaufsatz drauf, aber so kleine Kaminaufsätze gibt es leider nicht. Oder so eine kleine Smokebox wäre auch lustig. Kennt ihr diese Videos, in denen sie auf so kleinen Herden betrieben mit einer Teekerze so klitzekleine Spiegelei und klitzekleinen Bacon kochen? Mich erinnern diese Kohlen gerade voll an einen Ausschnitt aus so einem Video. So, aber wie gesagt, mehr passiert hier nicht und ich habe da jetzt auch keinen Bock, mich da irgendwie die Shisha reinzufuchsen, für was auch. Aber ansonsten, als Gag ist es ganz lustig. Ich stelle mir das auch als Geschenk für jemanden irgendwie ganz lustig vor, der viel Shisha raucht. Man stellt ihm sowas vor. Der Gag ist es vielleicht wert, aber mehr auch nicht. So, ansonsten war es das von dem Review von dieser kleinen Portable Shisha hier. Oh, es wird hier oben ganz schön heiß, krass. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß dabei. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.